Und es gewartet mit wenig Spellstone. Ich habe jetzt genügend Energie, um mir endlich den Champion zu holen. Darauf will ich mich auf den Gildenkrieg vorbereiten. Und ich freue mich schon, wenn ich dann hoffentlich nicht zu alt aussehe. So, den habe ich dann vierfach. Kann ich endlich ein bisschen Arkanstaub ausgeben. Dann werde ich ein paar tausend Gold wieder verbraten. So, kurz vorm Event wäre schade, wenn die ansonsten, ja, unverbraucht wären. Einige Prämienkämpfe, vielleicht löse ich sogar dieses Prämien-Nachfüllungs-Item ein. Denn, hey, Moment mal. Werden die da jetzt schon stärker? Was ist denn da jetzt los? Nur ich denke nicht, das sollte mit Autoplay klappen, oder? Denn wenn ich jetzt noch eine Rune crafte, dann bekomme ich noch eine Rune als Belohnung für 10 gecraftete Runen. Das heißt, da geht es dann ziemlich gut ab. Und zwei zusätzliche Runen würden mich voranbringen. Jetzt mal ernsthaft. Das ist gar nicht so einfach. Ich dachte, wenn ich da die falschen Karten lege. Ich meine, jetzt passt vielleicht noch, aber da kommt noch ein Stern dazu. What? Vierfach legendär? Ja gut, das ist die vorletzte Zone. So vom Schwierigkeitsgrad her. Also, man kann vielleicht nur am Anfang drei Karten spielen oder so. Die richtigen, die mal Schaden austeilen. Und dann auf Autoplay vertrauen. Ey, was ist denn da los? Nein, das muss mit Autoplay auch funktionieren. Das gibt's ja wohl nicht. Genau, 60 Gold ist nicht die Welt. Aber gut, so ein Kampf geht noch. Dann ist der Stern voll. Acro Defender als erste. Bogenschütze als zweite. Was hat denn der? Blitz alle drei. Ach, die Helden haben da schon böse Fähigkeiten. Ja, aber das sind normale Kampagnen. Und jetzt Autoplay. Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Jawohl. So, das reicht, glaube ich, noch nicht ganz. Nö. Das reicht für drei Kämpfe und danach muss ich noch einmal trinken. Aber das passt schon. Mal schauen. Mit einem zusätzlichen Stern. Können die da was? Oder können die... Wow. Vierfach legendär. Nur der Held ist nicht so stark. Aber die Karten, die haben es faustdick hinter den Ohren. Das gibt's ja wohl nicht. Okay. Ja, aber auch Grüne dabei. Was ist denn das? Warum haben die Grüne und Legendäre? Warum nicht einfach ein Mittelding? Und nur Blaue? Egal. Kann jeder... Ach nein, ich hasse diesen Fehler. Jetzt muss man kurz warten und warten. Und 6 Stunden später, ich habe eigentlich Autoplay. Und hier geklickt. Und dann, ich weiß, ich kann es in diesem Menü auch ausstellen. 4-mal Blaufeuerseele. Die hebe ich mir alle irgendwie fürs Craften auf. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. Wir machen jetzt die einfach so... Das wird schon klappen. So schlechte Karten habe ich auch nicht. Genau. Einmal noch. Dann muss ich nochmal nachtrinken. Der kann sogar die Gegner einfrieren. Aber Sieg. Und 2. Und der letzte Kampf für 7 Sterne in dieser Zone. Finde ich genial, dass man sich da so vereinzelt seine Lieblingskarten rauspicken kann, wenn man möchte. Okay, hat er noch was anderes außer diese Karte? Hoffentlich schon. Denn ansonsten, ich nehme jetzt einfach immer irgendeine Karte. Obwohl mit Blitz alle drei, der räumt da gleich ordentlich auf. Die werden alle der Reihe nach sterben. Und offenbar... Hä? Erstens, das war gerade kurios, aber warum erhöht sich der Effekt nicht? Denn, wenn getroffen von einem Angriff, naja, das war doch ein Angriff irgendwie. Blitz zählt offenbar nicht dazu. Na gut, und jetzt... Bam, bam, bada bam. Noble Champion habe ich 4-mal und jetzt kommt das, worauf ich mich schon lange freue. Erstmal ein bisschen Kram verdampfen, was ich hier alles so nebenbei bekommen habe bei diesen Zonen. Und ich habe schon so lange nichts mehr aufgewertet. Inventar anzeigen, nach den Engeln sortieren. Das sind schon einige, muss man sagen. Jetzt noch so einen gefallenen Engel, das wäre genial. Aber ich werte jetzt mal den Champion auf. Der hat dann nämlich feine Attacken. Für eine Einzelverzögerung muss man sagen, kombiniert man das mit dem Engelseffekt, dann ist das schon ziemlich genial. Jo, das ist zwar dann teuer, aber egal, die Engel, der Engelseffekt, der läuft jetzt noch ziemlich lange, einige Wochen. Das ist mal die erste Fusion. Dann muss ich den nächsten... Moment, wo bist du jetzt? Hier drüben. Den Champion muss ich dann natürlich auch noch voll aufwerten. Und die anderen beiden. Und dann wieder den anderen Champion. Das heißt, das sind insgesamt 7 epische Karten, die ich voll und ganz aufwerte. 7-mal.
Da sind wir schon bei fast 1000, oder? 1000 Arkanstaub in Summe. Könnte hinkommen. 5 plus 15 sind 20. Dann haben wir 50. 125 für eine Karte. Ja, 125 mal 7. Brutal. Die locken mir hier meinen letzten Arkanstaub aus der Tasche. Naja, so wenig habe ich gerade nicht. Aber trotzdem. In legendärer Form muss man dafür eine Karte gleich ein paar tausend ausgeben. Wenn man von null startet. Okay. Jetzt habe ich ihn. Lights Champion. Da ist er. Ermächtigen Engel 2. Blitz 2. Schwächen 3. Der sieht auch genial aus hier mit seiner Flammenhand. Und sein Gesicht brennt auch irgendwie lichterloh. Erstmal kommt ein Lebenspunkt dazu. Dann noch ein Lebenspunkt. Alles ganz gemächlich. Jetzt Ermächtigen Engel wird besser. Gefällt mir. Vor allem, wenn das die erste Karte ist und er ermächtigt sich direkt und hier das letzte Level-Up ist krass. Schwächen geht einmal nach oben und der Angriff. So, wenn das die erste Karte ist, muss man sich mal vorstellen. Dann bekommt die Ermächtigen 3 dazu, das heißt bei 8. Dann Aria verhext ja gleich den Gegner, dann ist hier noch Blitz dabei und Schwächen und so. Jetzt muss ich mal mein Deck auch ein wenig bearbeiten. Wer kommt raus? Wer kommt raus aus diesem Schneckenhaus? Ich muss sagen, diese drei Karten hier, so wie sie sind, die spiele ich sehr selten. Die geht noch klar wegen Avian und so. Aber eigentlich, keine davon hat eine Rune. Keine davon profitiert von dem Effekt. Ich finde alle nicht gut. Von daher nehme ich die raus. Ich spiele die sowieso nicht, wirklich. Sortieren nach den Engeln. Wo ist er denn? Der muss doch ganz vorne sein als Vierfachkarte. Rein damit. Sehr schön. Jetzt hätte ich noch diesen gefallenen Engel gerne oder diesen Duellist hier. Aber da fehlt mir eben noch einer. Oder die von mir aus. Die sind auch gut. Yo. So, da fällt mir ein. Ich muss hier öffnen. Und gleich die nächste Kiste hinterher. Zwei Kisten noch oder so. Dann habe ich die 600, dann kann ich noch einmal öffnen. Genau, jetzt mal kurz mein Deck im Überblick. Deck bearbeiten, Deck anzeigen. Also, ist nicht, ja, so unfassbar stark, aber jetzt konnte ich mal zumindest diese Silla-Karte wieder rauskicken, krötenweise gerne noch raus und danach bin ich schon fast halbwegs zufrieden. Der ist auch nicht der Beste, aber okay. So, die Karte wollen wir natürlich direkt testen. Bei einem Live-Kampf, oder? Mal direkt, um neue Kisten wieder zu sammeln. Bei einem Live-Kampf, da ist er auch direkt am Anfang. Und das... Ach nein, ich habe nicht mitgedacht, Leute. Ich habe nicht mitgedacht. Das ist jetzt ein Live-Kampf und da kommt eine Verzögerung drauf. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich will mir den ansehen, wenn er in der ersten Runde gespielt werden kann. Egal, dann nehmen wir den noch hinterher. Und eventuell in Kombination sind die dann schon ziemlich stark. Der gibt dem hier Legion und so. Also, und den reisenden Quaker hinterher. 8 macht er mal auf sich. Blitz wurde durch Unsichtbarkeit abgefangen. Schade. Ja, okay. Nein, das müsste man sich ansehen, wenn nur eine Karte da ist. Ganz am Anfang und genau die geschwächt wird, machen wir dann bei den Prämien. Sieg, da hat er aufgegeben. Offenbar, oder keine Ahnung. Aber ein Kampf geht noch, weil er so schnell war und das war kein starker Gegner. Der hatte Grog als Held und von daher... So, ich starte... Ich glaube, ich starte trotzdem mit dieser Karte. Mal schauen, damit kann man nie falsch liegen, eigentlich, mit so einem Ekru Defender, Ekru Spear, Ekru hast du nicht gesehen, den hat er auch, mit einer dezent anderen Rune, und zwar die, die auch Durchbohren nochmal stärkt, ist auch eine normale Durchbohren plus 1, Leben plus 1, mal schauen, was sich da besser auswirkt, genau, je nachdem wie... sich die Aria entscheidet, wen sie verhexen möchte. Gut, und da hat er den General. Na, mal schauen, was das jetzt wird, wer da getroffen wird. Vom Blitz, jawohl, genau so hätte ich es mir vorgestellt. Sehr schön. Mit etwas Pech wäre es natürlich anders gelaufen. Dann hätte der jetzt meine erste Karte gekillt und so, aber hey. Glück und Pech gehört ja gewissermaßen auch dazu. Vorrangig eben durch Effekte wie Blitz. Und gewissermaßen auch durch das Kartenglück oder Pech. Na gut, aber der hat sowieso hier, die ist nicht mal fusioniert. Von daher, ja, war das wohl seine stärkste
direkt am Anfang dieser Aggro-Karte. Na, mach hinne. Das wird, glaube ich, nichts mehr für dich. Von daher. Aber hey, den hat er auch vierfach. Was ist denn da los? Teilweise eine gar nicht fusioniert und dann viele mit vierfach. Der Reiter, den will ich auch mal haben. Abschöpfen 6, der kann sich immer wieder aufheilen. Wenn der einer guten Karte gegenüber liegt. Oh, jetzt lebt er noch immer. Gib mir dann zumindest eine goldene Kiste. Fände ich genial. Denn die brauche ich. Ich hatte gestern keine. Komm, waiting for the enemy. Ich warte doch und warte und warte. Da ist sie, die Kiste. Also, das Ziel ist anvisiert. Ich will eine Rune bekommen. Bitte, danke. Und das wollte ich zeigen. Wenn nur ein Gegner da ist. Es wird sich nicht ausgehen, dass er komplett stirbt, glaube ich. Nö, das nicht. Aber schon mal sehr genial. Denn die Karte wird jetzt verhext. Er ermächtigt sich. Einmal der Blitz. Oh, Punkt genau. Und das meine ich eben. Darum sind Karten mit einer 1er Verzögerung in Kombination mit Aria so krass. Einfach nur heftig. Jetzt ist der mit einer 1er Verzögerung. Ich meine, was hätte der Gegner machen sollen? Nichts. So, Schaden drauf. Bams. Ja, die Karte irgendwie präsentiert sich hier gerade gut im Video, muss ich sagen. Das ist optimal und ideal. Nicht schlecht. Ich meine, es ist nicht übertrieben stark, denn im Gildenkrieg, da gibt es ja dann auch wieder, startet der Gegner mit irgendetwas. Also wie zum Beispiel der Tree of Life oder dieser Blitzturm und so. Irgendwas gibt es da bestimmt wieder. Ich glaube, das steht sogar schon dran, das kann man sich dann ansehen. Aber ist auf jeden Fall eine starke Karte durch den Engelseffekt jetzt noch dazu und eben eine 1er Verzögerung. Und jetzt gibt mir hier so eine Runenzutat. Ich weiß, die sind unfassbar selten. Aber ich will trotzdem eine haben. Denn dann bekomme ich jetzt in dem Video. Ey, was ist denn da los? Bekomme ich jetzt in dem Video noch 2 und so eine Blitzrune für den? Fände ich ganz angenehm, muss ich sagen. Und von daher, genau. Also mal schauen. Ich kämpfe ab sofort doch zur Sicherheit wieder normal. Gegen alle Prämien. Man weiß ja nie, auch wenn es ein schwacher Gegner ist, der keine Gilde hat und so. Ohne Aria-Heldin etc. Kann man nie wissen. Und von daher 3-mal in Folge. Ich meine, es gibt nur 15 Karten im Deck, aber trotzdem sind die Chancen ziemlich gering, dass genau so was passiert, oder? Ja, würde ich mal schon sagen. Ist eine der wenigen Engelkarten hier, die ich so habe, ohne Doppelschlag. Das ist eben der Unterschied zu den anderen. Nichts bekommen, aber rein gar nichts. Okay, Moment, da muss ich aber noch nachtrinken. Ich weiß, das sollte man sich eigentlich eher so für Events aufheben, wie zum Beispiel ein Gold-Event. Aber ich will da jetzt, genau, ich will eine Rune noch. Das muss sich ausgehen. Ronin ganz am Anfang, für den will ich eine Hexenrune oder irgendwie sowas. So, sehen wir uns ganz an, ganz normal wieder an. Am Anfang, das gefällt mir immer, wenn alle Verhexen nur einen Gegner treffen. Genau, durch seine Panzerung und so war das zwar jetzt nicht so krass, aber trotzdem auf jeden Fall ordentlich. Er verhext auch die Karte, schön. Oh, das war wenig. Das war echt bitter. Ja, das ist im Allgemeinen jetzt ziemlich bitter, die gesamte Runde. Wenn die jetzt dran sind, nächste Runde, dann bin ich auch dran. Mhm. Denn der hat einen Doppelschlag. Der macht mich auf jeden Fall kaputt, der Sturmdrache. Ja. Also, ich weiß, glaube ich, warum ich die Kämpfe mittlerweile nur noch per Hand spiele. What? Was machst du mit mir? Was zum Henker machst du jetzt gerade mit mir? Der ist brutal mit seiner Rune da noch. Ist sogar eine epische Rune mit der Panzerung. Und jetzt mit dem Doppelschlag hat er so einen krassen Schild. Okay, nehmt euch in Acht, liebe Leute. Nehmt euch echt in Acht. Der fühlt sich gerade an wie so ein kleiner Miniboss in Frigore oder Duskwillow. Ey, warum trifft dieser Blitz nie? Blitz alle nochmal und nichts getroffen. Verbessern alle Unsichtbarkeit 1, was willst du von mir? Da ist er jetzt, der Champion. Die neue Karte, die muss es machen. Der Drache nervt gewaltig. Alter Schwede, der nervt. Das gibt's ja wohl nicht. Der, kann der mal sterben? Oder zumindest jetzt eingefroren werden? Hoi, 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 hoi. Das ist verrückt. Der Drache rettet alle. Jetzt aber, jetzt geht's ab. So.
Dankeschön. Mein neuer Engel muss die Lage natürlich retten. Wer hätte es gedacht? Die ermächtigen sich alle gegenseitig. So ist es fein. Der hat doch immer 6 Lebenspunkte. Bitte, kannst du mal sterben? Ich glaube, so einen knappen Prämienkampf hatte ich schon länger nicht mehr. Was ist denn das gerade jetzt hier? Wenn ich da nicht gewinne, dann... Na eben, Sieg. So. Wieder nichts bekommen? Ich meine, ich erwarte nicht sofort eine Rune, aber zumindest der Trostpreis oder so. Bin ich schon zu verwöhnt mittlerweile, weil ich das so häufig bekommen habe in letzter Zeit? Oder was ist denn da los? Was ist denn los mit dir? Keine Ahnung. Aber die haben alle so exquisite Karten. Shinami. Oder so. Ach, ist es ein kleiner Frosch? Auf einer Wolke? Ja. Jetzt aber. Das fühle ich. Das ist die Runde, wo ich eine Rune aus der Runde bekomme. Rune! Nein, das sieht nicht aus wie eine Rune. Ein Kopfgeld habe ich noch. Gegen dich hier und Ronin wieder am Anfang. Ui! Als ob es geahnt hätte. Ich kassiere jetzt direkt 10 Schaden. Das tut weh. Das heißt, ich bin fast tot. Nächste Runde, wenn ich dann angreife, bin ich tot. Autsch. Aber er kassiert... 9? Was hat er denn? Warum habe ich 9 kassiert? Moment, das verstehe ich gerade nicht. Was habe ich vergelt? Oh, Quatsch, sorry, ich hab nach Verhexen oder so gesucht. Verbessern, Vergeltung 3. Das ist eine tödliche Kombination. Und dann hat er hier nur Vergeltungskarten. Okay, taktisch gesehen kann man da so einiges machen, wenn man die richtigen Karten dazu hat. Bitter. Ja, da war ich jetzt überrascht. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich nicht genau gelesen habe, was der Held denn eigentlich kann. Mann. Aber trotzdem, weil man ja selbst immer beginnt bei den Prämienkämpfen, ist es kein Thema. Was? Schon wieder nicht? Wir machen jetzt noch einmal eine schnelle Fünferrunde. Und danach belasse ich es aber dabei. Ich will hier nicht alle diese wertvollen plus 10 Nachfüllungen etc. ausgeben. Und diesmal machen wir schnell oder machen wir nicht so schnell? Ich will es nicht riskieren. Ich fände es echt ärgerlich, wenn ich da mal eine Runde verliere. Aber ich glaube, ich würde sowieso die meisten davon gewinnen. Aber jetzt mache ich mal nicht so langsam, sondern halbwegs schnell. Es ist ja, wie gesagt, nur der Anfang am wichtigsten, dass die ersten Karten stimmen. Wieder nichts bekommen. Was ist das? Und der ist wieder als erste Karte da. Schön. Den auch nehmen. Noch eine Einzelverzögerung. Okay. Eine Aria-Karte, also eine Aria-Heldin mit so vielen 3er- und 4er-Verzögerungen. Ich glaube, das ist nicht so, wie man es machen sollte, oder? Ich habe auch keinen Plan. Vielleicht funktioniert es, aber mit Aria stelle ich mir eher ein Deck vor mit Karten 1er-Verzögerung, 2er-Verzögerung, wieder nichts bekommen. Es kann doch nicht so schwer sein. Mittlerweile müsste die Chance ja ein bisschen gestiegen sein durch mein PvP-Level. Ich will nur eine Rune, eine normale. Ich will nicht mal eine epische oder legendäre Zutat. Nur eine grüne, ganz normale Rune. Das gibt's hier wohl nicht. Jetzt, oder? Ich sage ziemlich oft, das gibt's hier wohl nicht, oder? Weil das gibt's ja auch wohl nicht. Und wieder gar nichts. Jetzt eine Aria-Kämpferin mal wieder. Da muss man sich ins Zeug legen. Deshalb machen wir mal lieber schnell mit einer Einzelverzögerung. Als Kombination. Erste Karte wird sterben, jawohl, perfekt. Der ist auch tot. Sauber. Jetzt aber eventuell. Ich glaube, ich sehe da eine grüne Rune. Nö, das war keine grüne Rune, das war irgendwas ganz anderes. Heieiei. Da macht man was mit hier mit euch. Das gibt's ja wohl nicht. Das gibt's ja wohl nicht. Ich muss mir das abgewöhnen, sorry, aber das gibt's ja wohl nicht. Ist ja verrückt hier. Immerhin bemerke ich selbst. Muss man dazu sagen. Und von daher hoffe ich jetzt, denn ansonsten war es das. Keine Rune. Ich kann auch hoffen, dass ich in den nächsten Stunden bei den Gratis-Angriffen... Och, schade. Es ist echt schade. Sind die so selten? Ach, kommt schon. Ich bin mittlerweile PvP Level 15. Und hier, da stand schon 50 Mal dran. Erhöhte Drop-Chance für seltene Runen. Ja, was? Wie erhöht? Ich bin doch schon und so erhöht worden. Könnt ihr mich nicht erhören? Na egal. Auf jeden Fall hat sich mein Deck verbessert. Das gefällt mir. Jetzt bräuchte ich noch ein paar Runen.
hier für dich Blitz, für dich Verhexen. Der braucht erstmal nichts, der hat was. Und für den, für die hier noch Blitz. Blitz, 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 all the way. Oder Schwächen von mir aus. Na gut, für dieses Video soll es mal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.